Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft The Village. Hier wieder in meinem Zen-Garten, wie es andere Leute beschreiben. Oh, da hinten kommt gerade ein Creeper angelaufen. Mein Gott, jetzt mit den Viechern hier, das ist echt schlimm, dass die ganze Zeit spawnen. Ich muss echt meinen Garten hier noch ein bisschen besser ausleuchten. So, ich hatte ja gesagt, ich möchte jetzt gerne ein bisschen Material besorgen für meine Klamotten, für mein Haus. Das heißt, ich brauche als erstes Sand und dafür gehen wir mal in unsere wunderschöne Wüstenwelt. Da gibt es Sand ohne Ende und mit meinem Glückstück Reloaded sollten wir da ganz schnell vorankommen, dass wir da was kriegen. Oh, die ganze Stadt ist wieder voll mit Zombies, das gibt's doch nicht. Komm, stirb, Zombie, stirb, stirb, stirb. Und nächste Zombie stirbt. Und nochmal ein Creeper. Oh, komm, nee, den Creeper lasse ich jetzt Creeper sein. Das ist mir jetzt zu gefährlich, dass ich da das Haus von Nutoka zerstöre. Das möchte ich nicht. Die waren vorhin übrigens noch kurz im TS. Wir haben uns ein bisschen unterhalten. Die mussten aber jetzt noch Varo aufnehmen. Wo es ja jetzt langsam zum Finalkampf kommt. Ja, wenn diese Folge rauskommt, weiß ich noch nicht, wie es dann aussieht. So, wir wollen gerne ins Wüstenbiom. Da gehen wir hin. Hallo, Wüstenbiom. So, hier ist es gerade auch Nacht. Das ist aber erstmal kein Problem. Ich gehe jetzt mit meinem Glückstück hier rum und farm mir ein bisschen Sand. Wo gehe ich hin? Ich glaube, ich gehe da oben auf den Berg und farm einfach eine Runde. Damit ich nicht zu viel klaue hier. Das wäre natürlich geil, wenn ich jetzt eine Wüstenfestung oder sowas finden würde. Das wäre schon echt cool. Gut, aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. So, ich suche mir jetzt viel Sand. Schwupp, schwupp, schwupp. Alles Sand, aller Sand zu mir, bitte. Das geht jetzt einfach so. Sand, 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 Sand. Das stört hier keinen, wenn ich hier ein bisschen Sand klaue. Hoffe ich zumindest, dass es keinen stört. Warum brauche ich Sand? Ich möchte mir gerne so ein Sichtfenster machen. Da ich hier die Schlucht unten drunter habe, würde ich mir gerne so ein Sichtfenster in die Schlucht machen. Das würde ich richtig lustig finden. Da kann man immer so reingucken. Oh, jetzt backe ich hier fest. Schlecht. So. Oh, ich muss mal aufpassen, dass ich hier nicht zu viel Sand, ja. Zu viel wegnehme, weil sonst ist bald die Hacke kaputt und die wollte ich gerne behalten, mein Glückstück Reloaded. Dann muss ich gleich mal wieder reparieren. Level habe ich ja noch genug. So, erstmal allen Sand einsammeln. Jetzt müsste ich genug haben. Ey, sag mal, was backt denn hier die ganze Zeit so? Dieser blöde Sand. Oh, Creeper! Creeper, Creeper, Creeper. Komm mal her. Wenn ich überlege, wie heftig das immer war bei Varo, wenn da so ein Creeper ankam. Das war so endlos gefährlich. Sturm! Boom! Ja. Jetzt haben wir noch ein bisschen Sand, den ich da mitnehmen kann. Bada boom. Ja. Gut, den Sand da oben haben wir gesammelt. Wie viel Sand habe ich jetzt? Ja, das reicht an Sand, glaube ich. Das reicht auch auf jeden Fall für genug Glas. Okay, dann gehen wir hier mal runter. Gehen zurück. Und zwar, was haben wir hier in den Kisten? Da ist ein Zombie Brain drin, da ist nichts drin. Und zurück zum Dorf. Als nächstes brauche ich Holz. Ah ne, ich glaube, ich gehe doch erstmal hin und grabe mich da runter zu dieser besagten Schlucht. Jetzt habe ich es natürlich gerade erst aufgebaut und jetzt baue ich schon wieder ab. Da will ich mich da mal runtergraben in die besagte Schlucht und mein Glas hier in Ruhe mir vernünftig Glas herstellen. Das Gute ist, ich kann jetzt hier durchs Wasser relativ schnell durch. Da ich auf meinen Stiefeln Wasserläufer 3 drauf habe, bin ich hier sehr, sehr, sehr schnell. War Zufall, dass ich das so verzaubert habe. Ich guck mal hier. Wasserläufer 3, Schutz 2, Haltbarkeit 2. Also das ist schon nicht von schlechten Eltern, das muss ich ehrlich sagen. So, ich esse nochmal ganz fix was. Okay, wir sind hier heute zusammengekommen, um diese Schlucht hier freizulegen. Diese Riesenschlucht hier, ey, das ist schon krass mit der Schlucht. Okay, ich baue mich hier mal runter, ganz vorsichtig, in der Hoffnung, dass ich dann hier nicht runterfalle. Ich soll es aber so machen, dass ich hier auch wieder hochkomme. Uppala, irgendwie leckt es hier gerade so ein bisschen. Warum? Das ist strange. Gut, das wird nachher alles wieder schön zugebaut. Ich sollte mal meinen Timer starten, damit ich auch sehe, wie lange ich hier aufnehme. Okay, also hier sind wir in der Schlucht, in der besagten. Habe ich eigentlich noch Fackeln dabei? Nö, ich muss mir Fackeln machen. Okay, dann werde ich mich hier mal mit dem Bruchstein hier einmal rüberbauen, damit ich hier vernünftig mich bewegen kann. So, schwupp, einmal hier durchbauen. Dann wird hier auch, baue ich das von unten auf. So, als nächstes hier... Boah, ich muss echt vorsichtig sein hier. Einmal so. Ah, Pillow ist wieder weg. Ciao, Pillow.
kleines Kissen. Ich muss echt aufpassen, dass hier keine Viecher sind, die mich dann runterhauen. Das wäre echt blöd. So, und hier auf der Höhe ist das richtig so. Es müsste eigentlich passen, dass ich auf der Höhe dann hier mir ein Sichtfenster nach unten baue. Dafür muss ich jetzt aber erstmal, das habe ich vergessen, mein Glas einschmelzen. Und natürlich habe ich hier das alles wieder falsch gebaut. Und jetzt baue ich es nochmal falsch. Diese Hacke ist einfach zu schnell. Das muss man ehrlich sagen. So, da kommt wieder mein Glückstück. Kam her. Okay. Ja, also wenn ich da dann hier unten drunter bin, na, ich muss eigentlich schon ab hier irgendwie müsste ich das machen. Ich baue mich hier mal kurz runter, damit ich weiß, wie groß das sein soll. Komme ich hier nicht? So soll es aussehen. Okay, einmal wieder hochlassen bitte. Danke. Wie will ich das jetzt gerade haben? Was will ich eigentlich gerade machen? Ich möchte gerne erstmal mein Glückstück nochmal reparieren. Dafür brauche ich Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Habe ich ja genug hier in meinen ganzen Kisten. Eisen. Jetzt habe ich eine ich bin verwirrt. Wieso bin ich so verwirrt? Was ist hier los? Okay, Glückstück. Komm mal her. So, 7 Erfahrungen, die sind ja relativ. Erfahrungen kriege ich hier relativ einfach. Ich muss euch nochmal zeigen, warum ich Erfahrungen relativ einfach kriege. Ich nehme mal ein bisschen Bruchstein mit, das kann nicht schaden. So, und hier muss ich echt aufpassen, dass ich hier vernünftig baue. Also, ich möchte hier ein Sichtfenster haben, das soll eine gewisse Größe haben. So, es soll. Ah, ich muss erstmal. Erstmal mache ich es hier. So, das soll so bleiben, hier. So, ich muss erstmal gucken, wie ist denn hier die Dings angeordnet. Na, das klappt, das funktioniert. Erstmal sollte ich jetzt endlich mal hier das Glas reinstecken. Ich bin doch ein Dämlack, ey. So, also, nehmen wir hier mal was raus. So, das kommt da oben rein und dann das da rein. Mache ich mir jetzt ziemlich viel gleich. Ich brauche sowieso irgendwann Glas, dann nehmen wir das doch mit. So, und hier nochmal Glas und dann hier unten auch nochmal so ein bisschen was. Ach komm, da kommt alles rein. Schwupp, schwupp. So, Glas. Dann muss ich gucken, wie das hier unten aussieht. Von unten. Wie sieht das hier von unten aus? Hier einmal runter. Und dann hier vernünftig bauen, dass ich mir eine Plattform habe, die ich nachher wieder abreißen kann. Damit ich mich hier in Ruhe bewegen kann. Das wäre sonst mir viel zu gefährlich. Das. So, hier möchte ich gerne jetzt eine schöne Aussichtsplattform bauen. Quasi also so ein Guckloch quasi. Wie mache ich das? Das sieht ja eigentlich schon ganz schön aus, so wie es hier ist. Ich grab das hier mal auf, so wie ich das haben möchte. So. So, okay, da brauche ich noch einen mehr. Ich müsste mir das Ganze noch einmal mit Cleanstone vernünftig machen. So, da und dann geht es hier weiter. So. Die Frage, wie breit ist es? Es sind vier Blöcke. Hier auch noch 1, 2, 3, 4. 4 und dann geht es da weiter. Ne, Moment. 1, 2, 3, 4 und dann muss ich da. Das ist jetzt echt. Also ich mache es mal einen höher auf. Okay, das soll weg. So, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, die sollen da bleiben, die sollen da bleiben. Dann kann ich hier da hoch, vorsichtig bewegen. Und dann machen wir das hier auch. Ich möchte hier so ein kleines, ja sternförmig ist es nicht, aber es soll doch schön aussehen. So, ach hier hatte ich das erste Mal hochgegraben. Ach du liebe Güte, das ist ja... Okay, ich glaube, ich komme nachher viel zu weit an mein Dings ran. An meinen Brunnen. Das werde ich gleich sehen. Okay. Hier jetzt. Wie machen wir das jetzt? Hier muss alles raus.
soweit wie es geht, machen wir es hier raus. Das muss alles raus. Hoppala. Hier. Dann haben wir auch gleich die Grundfläche von meinem Haus vernünftig definiert. So. Hier, das. Dann geht es hier weiter. Und dann da. So. Hier. 1, 2, 3, 4. Da muss ich das andere, das Glücksstück nehmen. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt hier. Ich mach's mal kurz. So ist zwar nicht ganz richtig, aber so soll das denn sein. Moment, das passt aber irgendwie nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Wieso passt es nicht? Wieso passt das jetzt nicht? Das, hier muss ich noch einen näher ran. Oh, ist viel zu gefährlich hier. Komm schon. 1, 2. Nee, das passt nicht. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Das sind doch nur 4, oder? Strange. Irgendwo habe ich mich hier verzählt. So. Eigentlich müsste das so doch richtig sein. 1, 2, 3, 4, dann kommt das hier. Der muss da wieder hin. Ich bin verwirrt. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2 und dann geht es hier weiter. Doch, ist doch richtig. Irgendwie bin ich gerade durcheinander. Ja, egal. So, jetzt so ist richtig. So sieht's gut aus. Okay, dann muss ich jetzt nur noch hier das Glas von oben holen und da den Glasboden einziehen und das nachher dann nachher schön verkleiden. Hüppala, auf geht's. Jetzt muss ich nur gucken, ich glaube, ich bin echt viel zu weit, viel zu nah an dem Ding dran. Da muss ich mal gucken, so 17 Glas hier und nochmal 17 Glas, 17 Glas, so. Das und das. Okay, wie viel Glas habe ich hier jetzt? Etwas mehr als 64. Ich möchte natürlich am liebsten gefärbtes Glas haben. Ich schaue mal kurz, wie das aussehen würde, wenn ich hier normales Glas nehme. Nehmen wir mal das hier. Oh, ich bin viel zu nah an meinem Brunnen dran. Das geht so nicht. Das geht so wirklich nicht. Ich muss hier weiter in die Richtung, oder? Ja, ich muss weiter in die Richtung. Und schön. Na gut, dann machen wir es anders. Wir verschieben das Ganze ein bisschen. Ja, ich soll es richtig nehmen. So, und hier nochmal. Komm mal hier. Also du auch nochmal. Oh, das ist so gefährlich hier. Wieso habe ich mir gerade diesen Bauplatz ausgesucht? Das ist doch räudig, ist es. So, hier machen wir nochmal auf. Das hier machen wir auch weg. Das wird nachher alles nochmal schön gemacht, wenn es soweit ist. Alles weg hier. Alles muss raus. Alles raus, was keine Miete zahlt. So, hier nochmal weg. Komm her. Willst du weggehen? So. Das sammeln wir alles mal kurz ein. Schwupp. Also, dann will ich hier mal anfangen zu bauen. Idealerweise hier 1, 2, 3, 4. So, dann. Das sieht mit dem Boden echt blöd aus. Das muss ich ja mal so sagen, ne? Das sieht schon ein bisschen blöd aus. 1, 2, 3. Da muss ich hier nochmal den vierten hinpacken. Eins, zwei, drei, vier. Und dann da ein und... da ein... Das sieht echt nicht schön aus mit diesem Boden. Ich muss mir da nochmal das andere holen. Da muss ich erstmal gucken, woher kriege ich den entsprechenden Farbstoff dafür. Beziehungsweise da muss ich mal gucken, ob ich nicht... Wie mache ich das? Wenn ich sage, ich gehe hier hin und mache mir... Nee, sowas nicht. Jetzt bräuchte ich den entsprechenden Farbstoff. Was habe ich hier denn? Ich habe doch hier Blumen. Habe ich keine weißen Blumen? Gelb wollte ich nicht unbedingt. Gelbe wollte ich immer, ich wollte weiße.
weiße Scheiben. Wie mache ich denn das? Naja, ich glaube, das werde ich gleich mal kurz nachgucken. Dann gehen wir jetzt erstmal kurz woanders hin. Und zwar, ich lege das hier weg. Wir gehen jetzt mal hin und holen uns ein bisschen Schwarzeichenholz. Das brauche ich auch noch für mein Häuslein. Dazu gehen wir zu einem bestimmten Platz, nämlich zur Holzfällerhütte von dem guten Marder. Der hat nämlich eine Holzfällerhütte. Da hinten ist sie, glaube ich, in die Richtung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, ich finde das jetzt auf Anhieb. Dort sind Schwarzeichenbäume. Und die werde ich mir jetzt mal, der werde ich jetzt mal hingehen und mir welche holen. Ja, man sieht ja schon, die ist Schwarzeiche ohne Ende. Also hier hinten sollte ich was finden. Na gut, da ist der Kontor, Hafen, Gasthaus, jawohl. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist in die Richtung dann das entsprechende Ding, wo ich hin will. Gasthaus, Stadtmitte, Wohngebiet, Schmiedepillow, okay. Gehen wir doch mal hier lang. Hier ist das. Okay, das hier sieht schon mal nach Schwarzeich aus. Und da hinten sind noch eine ganze Menge Schwarzeichen. Das sieht schon nicht schlecht aus hier. Hier bin ich, glaube ich, richtig. Also wir haben, ja, das hier sind Schwarzeichen. Super. Dann werde ich mir hier jetzt mal 1, 2, 3, 4 klauen. Und neu pflanzen in dem Moment. In dem Falle direkt, das, damit es gut aussieht, danach wieder. Hier wird die Stadtmauer nachher verlaufen. Oh, hier ist so viel Platz. Ich brauche nachher auch noch viel Stroh. Okay, aber erstmal hole ich mir hier eine Schwarzeiche ab. Oder 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, ich darf die hier klauen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier... Das sind doch auch Schwarzeichen, oder? Ist das hier Schwarzeiche oder ist das normale Eiche? Hm, wir hatten eben von Schwarzeichen-Farmgebiet, aber jetzt fragt mich nicht, wo das war. Ah, hier sind die entsprechenden Blumen, die ich brauche. Haha, super. Die nehme ich doch gleich mit. Für den Farbstoff. Also, weiße Blumen. Ist da, daraus kriege ich doch weißen Farbstoff, oder? Habe ich das falsch? Margarite? Hellgrau. Hellgrau ist auch gut. Hellgrau ist auch in Ordnung. Gucken wir uns da mal die Scheiben an, weil die Scheiben haben in dem Fall keinen Rand. Das ist schon mal viel wert. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch mehr finden, aber das werde ich ein andermal machen. Oh, jetzt habe ich verlaufen. Hier. Hier lang. Und hier lang und hier lang und hier lang. Okay. Hier, die Schwarzeiche hier, die klaue ich mir mal kurz. Ist das Schwarzeiche? Schwarzeinholz, perfekt. Okay, dann baue ich mich hier mal kurz hoch. Und dann pflanze ich hier einfach gleich neu. Ich brauche hier nur zwei Setzlinge, vier Setzlinge. Dann kann ich hier neu farmen. Neu Dings. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ihr versteht mich. So, das Holzelein hier. Ah, das muss weg. Da brauche ich hier mal komplett das Bäumchen fällen. In der Hoffnung, dass hier dann gleich ein paar Setzlinge runterfallen. Boah, gefährlich, was ich hier mache. Ganz gefährlich. So, hier noch das Ganze weg. Jetzt wollen wir hier mal ein bisschen nachhelfen, dass wir hier die entsprechenden Setzlinge kriegen. Bisschen nachhelfen. Ah, da ist noch Holz. Das ist auch gut zu wissen. Schwupp. Okay, hier noch. Ich glaube, mit hellgrauen Scheiben sieht das dann nachher wesentlich besser aus als mit den Scheiben, die ich da habe. Da vorne ist noch, sind noch jede Menge Margeriten, den gehe ich dann nochmal hin. So, haben wir hier schon Setzlinge? Ja, da liegen Setzlinge. Schauen wir, wie viel das sind. Das müssen wir ein bisschen warten. Schwupp. Einfach hier alles mitnehmen und dann neu pflanzen. Da kann mir keiner böse sein. Wenn ich hier alles neu pflanze, dann ist doch alles gut. So. Wir wollen ja hier ressourcenschonend arbeiten. Okay, jetzt habe ich hier drei Schwarzeichensetzlinge. Vielleicht kommt ja noch einer runter. So, mag noch ein Setzling runterkommen, dann wäre ich glücklich. Ich gehe mal kurz hier hin und hole mir nochmal die... das sind keine Margeriten in diesem Falle. Das sind jetzt... Was ist das denn? Ich kenne mich mit den Blumen und so, da habe ich echt doch wenig mitgearbeitet, muss ich ehrlich sagen. Komm her. Komm zu mir. Komm zu Papa. So, und hier nochmal. Das und... Ach, hier ist noch eine Margerite. Perfekt. Das sind... Porzellansternchen. Oh, gibt auch hellgrau. Perfekt. Schwupp. Viel hellgrauer Farbstoff. Super. Jetzt will ich nochmal hier zu dem Schwarzeichenbaum hier hingehen.
In der Hoffnung, dass hier nochmal ein Setzling runtergefallen ist. Ja, da ist einer. Perfekto. Jetzt hätte ich gerne noch einen für mich. Ein Schwarzeinsetzling für mich, bitte. Danke, bitte, danke. Ich muss mal das andere Farmgebiet suchen, denn da darf ich auf jeden Fall hin und farmen. Weil hier mache ich natürlich jetzt Bäume kaputt, die anscheinend so gepflanzt wurden. Aber verlassen kann ich mich darauf auch nicht. Gut, komm, den einen Baum, den nehme ich jetzt noch mit, den zweiten hier. So, wir wollen hier hoch. Lasst mich da hoch. Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Komm schon. Boah, ich höre hier schon wieder das Höhlengeräusch. Hier unten drunter ist anscheinend eine Höhle. Jawohl, ich habe die Höhle, glaube ich, vorhin sogar gesehen, um die es hier geht. So. Einmal nochmal höher. Gut, wir haben jetzt auch noch den Farbstoff mitgekriegt. Dann kann ich mir gleich die Fensterscheiben da vernünftig machen. Die Fensterscheiben müssten gleich fertig sein. Das sieht doch gut aus. So, hier machen wir das ganze Holz weg, das hier so rumsteht. Und bopp. Alles Holz muss weg. Dann kann ich auch nachher auch anfangen mit dem Hausbau. Den vernünftig zu starten. Wenn ich unten den Keller vernünftig habe, dann weiß ich auch, in welchem Maße ich das Haus bauen kann. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich 17 Schwarzeinholz. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr. Das werde ich mir aber dann offscreen holen. Das muss ich euch ja nicht antun. Die ganze Zeit. So. Jetzt hier vernünftig den abholzen hier. Jawohl. Auf geht's. Gebt mir noch das Einsetzling. Okay. Braucht mehr Setzlinge. Gib mir mehr Setzlinge. Jetzt habe ich mir natürlich hier... Komm mal her. Ich baue mich mal hoch. Helfen wir mal ein bisschen nach. Das geht ja nicht so. Das dauert viel zu lange so auf die Art und Weise. Ich muss mal gucken, ob wir irgendwo noch Schwarzeigensetzlinge vielleicht noch sogar noch rumliegen haben. Dann könnte ich mir das hier sparen und noch ein paar Schwarzeigensetzlinge bei mir hinten pflanzen. Aber wer weiß das schon. So, ja. Irgendwo hier muss doch was droppen. Liegt hier unten schon wieder was? 1, 2, ja, das muss reichen. So, ah, da ist der dritte. So, dann kommt mal her, ihr Süßen. Dann setze ich euch... Ach, 6 sogar. Perfekt. Dann kann ich mir hinten auch noch welche pflanzen. 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir mal zurück. Und ich würde sagen, ich mache hier eine kleine Pause. Wir sehen uns dann bei meinem Haus wieder. Bis dahin. Ciao.